Hi miteinander. Ich bin jetzt noch an meinem alten Ort in Ungarn und im ersten Haus, das ich jetzt aber wieder verkaufe. Morgen kommt jemand zum Fotografieren und den Wert einschätzen. Und bis dahin werde ich hier noch ein bisschen aufräumen, damit meine Klamotten hier nicht so rumfliegen. Ich habe in der Zwischenzeit aber ein anderes Haus jetzt gekauft, in einer anderen Umgebung, also auch das Komitat wird gewechselt. Und ja, es ist passend für mich, es ist klein, es ist, also ich brauche ja kein Riesenhaus, das hier wäre eigentlich schon viel zu groß für mich. Ich verkleinere mich jetzt wieder und dafür ein wunderschön angelegter Garten ist dabei, plus ein kleines Wäldchen, so ein Akazienwäldchen. Hier wird ja das eher als Holzlieferant genutzt, wie wirklich als Wald, also es ist ja auch kein Mischwald, es ist wirklich nur eine Monokultur, um Brennholz selbst zu ziehen, einfach am Schluss dann die Bäume dann zu nutzen. Ich habe auch dort, natürlich werde ich meine Pläne weiterverfolgen und ich habe gemerkt, dass dieser neue Ort auch viel geeigneter ist, um meine Pläne umzusetzen. Also von daher ist es gut, gehe ich jetzt diesen zweiten Schritt. Das Einzige, was jetzt halt noch dazwischen steht, ist die Zeit. Und zwar, das Haus ist bewohnt. Also das heißt, die Bewohner müssen jetzt ihrerseits zuerst ein Haus finden, für sich ein neues Haus finden, dann ausziehen. Ich muss einen Maler da zuerst drin haben, der alles streicht. Und zwei Böden müssen gemacht werden, die sind noch nicht richtig verlegt. Und der Rest ist gut. Also ich habe was aus meinem ersten Haus gelernt, dass ja, erstens verlass dich nicht darauf, wenn jemand sagt, er renoviert dir alles. Das habe ich jetzt gelernt, das sollte man nicht tun, vor allem wenn man selbst nicht renovieren kann. Also für mein erstes Haus wünsche ich mir wirklich jemand, der es wertschätzt und der hier die nötigen Renovationen auch vornehmen kann oder sie bezahlen möchte. Also meine Meinung über das Haus ist immer noch dieselbe. Es ist ein gutes Haus, es wurde einfach lange Zeit vernachlässigt, nicht wertgeschätzt und meine Anwesenheit hat jetzt schon einige Verbesserungen für das Haus gebracht und bis ich rausgehe, werden hier auch noch einige Verbesserungen stattfinden. Also von daher verlasse ich das Haus in einem viel besseren Zustand, wie ich es angetroffen habe. Und jetzt braucht das Haus einfach noch jemand, der ja, da noch weiter Sorge trägt und bereit ist, hier zu investieren. Ich werde das nicht sein, aber ich gehe hier auch dankbar weg und zwar in einer Woche. In einer Woche ziehe ich hier aus in eine Wohnung, eine Zwischenlösung. Weil das neue Haus wird frühestens Mitte Dezember, eher sogar erst Ende Dezember bereitstehen. Und die Wohnung liegt aber schon in der Nähe des neuen Hauses, so dass ich auch nötige Dinge bereits erledigen kann oder auch gewisse Anmeldungen dann dort schon vornehmen kann, aber vor allem auch meine neue Umgebung bereits erkunden kann. Das ist mir sehr wichtig geworden, denn hier habe ich die Thermen für mich entdeckt. Also ich wusste nicht, dass
Thermen so schön sind und so gemütlich. Und ja, ich könnte da wirklich Stunden verbringen. Und letzte Woche war ja meine Schwester bei mir auf Besuch. Das Gästezimmer war ja einigermaßen fertig, so dass sie da ihr eigenes Reich hatte. Und wir sind dann natürlich an den Balaton, wir sind auch auf die Partymeile am Balaton. Und eben hier in der Nähe haben wir auch eine schöne Therme. Und die sind wir dann auch besuchen gegangen. Und das war für mich einfach die Entdeckung des Jahrhunderts. So was Gemütliches. Also ein Außenbereich mit Sprudelbädern, also solchen Düsen. Und dann noch ein Heilbad, eine Sauna. Und wenn man möchte, kann man da auch Massagen dazu buchen. Ich war noch nie in einer Therme. In Rheinfelden bei Basel hat es ja ein Solebad, da war ich schon. Und eine Therme, das ist jetzt nochmal was anderes. Das hat mit Warm und mit Wärme zu tun. Und ja, einfach. Also jetzt gerade, wo es auch hier in Ungarn bereits schon richtig deutlich Herbst wird, ist das natürlich eine wunderbare Sache, da dann ein warmes Bad zur Verfügung zu haben. Am neuen Ort werde ich das genauso zur Verfügung haben und auch im neuen Haus ist die Entfernung dazu dann ja vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten bis zur nächsten Therme. Also das war wirklich schön. Auch der Besuch meiner Schwester hat mich sehr gefreut, obwohl ich leider noch krank war. Also noch viel erbrechen musste. Mir war jeden Tag schlecht und wir mussten das immer so ein bisschen anpassen. Wenn mir nicht mehr schlecht war, dann sind wir dann losgedüst und haben wieder was entdeckt. Und die restliche Zeit war ich halt einfach außer Gefecht gesetzt und musste viel liegen. Sie hat dann im Garten gearbeitet und hat das Dorf erkundet. Also solche Dinge dann für sich unternommen. Ja, es war ein bisschen schade, dass ich da nicht ganz mithalten konnte. Aber ja, es war trotzdem eine wunderschöne Woche. Und ja, ich denke, sie kommt dann nochmal, sobald ich im neuen Haus bin, dass sie dann noch Probewohnen kommt. Mal schaut, wie es geht, in einem Haus zu wohnen. Und ja, dann kann es auch sein, dass wir da zusammen das neue Projekt dann starten. Genau. Also wer mag und wer Lust hat, darf in den Kommentaren auch ein bisschen schreiben, was ihr denkt, was ich vorhabe. Und überhaupt in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr darüber denkt, was ich euch hier zu berichten hatte. Und ja, ich bin jetzt einfach noch diese Woche hier. Ich warte noch auf die Handwerker, die meine Heizung noch reparieren und das kaputte Fenster hier in diesem Raum noch machen. Und dann kann ich dieses Haus auch zurücklassen, ohne Angst haben zu müssen, dass hier noch mehr kaputt geht, wie das vorher schon kaputt war. Im Winter ist es einfach besser, man kann ein bisschen heizen, so auf Minimum heizen und dass das Haus halt dicht ist in dem Sinne, dass da nicht mehr Feuchtigkeit oder sonst was reinkommt. Das ist halt schon immer ganz gut. Also im nächsten Video werde ich dann auch ein bisschen über das neue Haus berichten, wie es dort ist, wie es aussieht, was mich dann dort erwartet und vielleicht weiß ich dann schon, was mit diesem Haus dann weitergeht,
Wenn der Fotograf da war, gibt es dann vielleicht auch bald das Inserat. Ich gehe hier über einen Makler, um das Haus zu verkaufen. Und ja, ich denke, ist für mich jetzt einfacher, wie wenn ich es privat verkaufen würde. So kann ich das alles abgeben und kann mich auf meine Arbeit konzentrieren, die ja auch noch nicht ist. Ich arbeite ja wieder online, mache meine Schulungen und ja, auch die Videos, die ich für YouTube mache, brauchen viel Zeit, ist ein zeitlicher Aufwand und alles miteinander kann ich halt leider nicht. Noch ein Zusatz, die Wohnkarte ist immer noch nicht gekommen und ja, das macht mir schon ein bisschen Bauchweh, dass die einfach nicht kommt und nicht kommt. Ich bin jetzt seit Ende Juli hier und es tut sich einfach nichts mit dieser Wohnkarte und ja, drückt mir die Daumen, dass die bald kommt, weil deshalb kann ich auch mein Auto noch nicht anmelden. Ich kann kein Konto eröffnen bei einer Bank. Also ich könnte schon, aber es hätte einfach sehr hohe Gebühren. Also warte ich damit. Und auch fürs, ja, für einen Handyvertrag oder Internetvertrag ist es halt schwieriger, ohne Wohnkarte das zu machen. Also ich warte hier eigentlich mit allem wegen dieser Wohnkarte, die einfach nicht kommt. Also Daumen drücken ist angesagt. Danke für deine energetische Unterstützung, für deine guten Gedanken, für mein Auswanderungsprojekt hier. Und ja, jeder Tag ist ein Abenteuer. Ich erhole mich jetzt langsam von meiner Krankzeit. Und ja, ich freue mich nach wie vor hier zu sein. Danke für deine Unterstützung und auch dein Abo, falls du noch nicht abonniert hast. Abonniere doch diesen Kanal, auch damit unterstützt du mich sehr. Tschüss! So, du am schönen Balaton mit Sister gehen wir jetzt schwimmen. Herrlich. Wunderbar.